Chiptuning vom Mitbewerber Part 3. Diesmal wieder ein Nissan 350Z. Kunde nicht happy, kommt zu uns, wir kümmern uns. Ja, es geht im Speziellen um eine Nissan 350Z 280 PS Version VQ35.de. Und der Kunde kam zu uns, er war beim Mitbewerber, nennen wir ihn einfach mal Hans Meyer. Hat dort sein Chiptuning machen lassen. Die Modifikation war halt eine Berg Sportcut und ich glaube eine Nvidia Gemini Auspuffanlage. Aktuell hat er jetzt noch ein Engine-Ansaugsystem verbaut und kurz nach Abstimmung hat es den Sportcut zerlegt. Der Kunde selber hat mir mitgeteilt, dass er nach dem Chiptuning jetzt keinen riesen Unterschied festgestellt hat. Und gerade beim 280 PS Modell, da merkt man eigentlich schon, also den Unterschied, wenn das Chiptuning halt vernünftig gemacht wird. Jo, das Fahrzeug ist jetzt bei uns und wir haben dem Kunden jetzt einen Satz neue Bergcuts spendiert und werden gleich mal auf die Autobahn fahren und werden mit der Software, die aktuell drauf ist vom Mitbewerber, mal eine 100-200 km/h Zeit fahren und dann werden wir unsere Software fertig machen und das dann nochmal vergleichen. Morgen geht es nochmal auf den Leistungsprüfstand. Und dann gucken wir mal, was in Zahlen dabei rauskommt. Ja, so viel dazu. Ab auf die Autobahn. So, wir sind jetzt die ersten Meter gefahren. Naja, Meter. Ich habe jetzt schon mal im Leerlauf festgestellt, dass er so 10% zu mager läuft und unter Volllast, vierten Gang haben wir jetzt auch schon mal gemessen, Logfile geschrieben, ist er eigentlich auch deutlich zu mager. Wir laufen noch nicht ganz bei Lambda 1 wie bei einem anderen Mitbewerber, aber es ist schon eigentlich zu mager für einen DE-Motor. Und von daher passe ich jetzt die Software entsprechend an. Wir haben auch schon nur 100-200 km/h Zeit gefahren. Die lag jetzt bei nicht berauschenden 18,15 Sekunden, aber wir sind halt hier im Cabrio unterwegs, zwei Leute, Equipment noch ein bisschen dabei. Und wie gesagt, wir machen jetzt Software. Und messen dann nochmal die 100-200 Zeit. Wir haben aktuell 5 Grad Außentemperatur. Wir haben eine Öltemperaturanzeige dabei, finde ich ganz schön. Die liegt aktuell bei ein paar 80 Grad. Und also die Bedingungen sind eigentlich optimal. Im Fahrzeug selber sind jetzt verbaut Engine Cold Air Intake System mit Hydro Shield, die Berg Sportcuts und die Nvidia Gemini Auspuffanlage. Das ist so zum Setup und zu den Umgebungsvariablen. Ja, ich mache mich jetzt mal hier an die Software ran und dann geht es gleich weiter. So, zurückgekommen von der Autobahn, möchten wir euch natürlich nicht nur sagen, was schlecht war, sondern euch auch mal zeigen, was jetzt nicht so optimal abgestimmt ist. Und dafür nehmen wir uns jetzt hier mal die Kurve Lambda-Wert. Wir haben den vierten Gang einmal durchbeschleunigt, einmal mit der Software, die drauf war und einmal mit unserer Software. Und da seht ihr jetzt in dem Bereich 2500 Umdrehungen bis ungefähr 3500 Umdrehungen, dass die Software, die drauf war, schon auf Lambda 1 lief grob. Ja, das ist natürlich in dem Bereich unter Volllast viel zu mager und fettet dann schlagartig an, nicht viel, ein bisschen, ne, geht dann auf AFR 13,8 ungefähr und oben raus sind wir ungefähr bei 13,4, 13,3. Ist immer noch zu mager für das Fahrzeug, also das tut den ganzen Komponenten nicht gut und auch der Leistung eigentlich nicht. Darunter die blaue Linie, da seht ihr mal, wie es eigentlich sein sollte, das heißt also, wir haben im unteren Drehzahlbereich schon ein fettes Gemisch und fetten nach oben raus noch linear an. Das werde ich, denke ich mal, auf dem Prüfstand mit einer externen Lambda-Sonde auch nochmal aufzeichnen, damit ihr das sehen könnt. Aber ihr seht halt schon den Sprung mager zu
etwas fetter. Ja, also serienmäßig sind die natürlich noch fetter abgestimmt. Also wir reden jetzt hier von Lambda-Wert 0,81, was sie serienmäßig oben rauslaufen. Und der Mitbewerber hat das Ding jetzt so oben raus auf 0,91, 0,92 abgestimmt. Und wie gesagt, also da gehen natürlich auch Komponenten flöten irgendwann. Ne? Das heißt also wie zum Beispiel Cuts oder halt Zündkerzen, weil einfach das Gemisch viel zu heiß verbrennt. Ja, das ist der Bereich Lambda, den wir uns jetzt hier mal angeguckt haben, wo ihr mal den Unterschied seht. Wir kommen auch gleich noch auf das Ergebnis, was wir auf der Autobahn gefahren haben. Aber erstmal gehen wir noch in den Bereich Zündung. So, da sieht man nämlich auch einen schönen Unterschied. Also auf dem Diagramm seht ihr, dass bis ungefähr 4200 Umdrehungen die Kurven annähernd gleich sind. Da tut sich nicht viel, das ist Bereich 26, 27 Grad ungefähr. Und dann trennt sich aber die Spreu vom Weizen, möchte ich jetzt mal sagen. Während halt die rote Linie vom Mitbewerber weiter ungefähr bei 26 Grad rumkrepelt und dann erst bei 5900 Umdrehungen sich langsam an die 29 Grad Vorzündung halt rantastet, sind wir bei unserer Kurve halt schon deutlich früher auf einer höheren Zündung. Das heißt also im krassesten Fall war es glaube ich hier bei 5700 Umdrehungen von 26 auf 30 Grad, 4 Grad Vorzündung Unterschied. Und das macht sich natürlich im Bereich Drehmoment erheblich bemerkbar. Ja, was hat das in Zeiten ausgedrückt gegeben? Ihr habt es vielleicht schon grob gesehen. Wir sind nach Abstimmung eine 16,5 gefahren, im besten Fall. Also das war die schnellste Zeit, die wir gemessen haben. Wir haben jetzt hier nicht ewig gemessen, wir haben glaube ich zwei, drei Messungen gemacht. Im Mittel sind es ungefähr 16,7 gewesen oder was in dem Bereich, 16,6, 16,7. Und Eingangsmessung war bei lediglich 18,15. Ja, also das ist halt schon ein Riesensprung nach vorne, nur durch eine saubere Abstimmung. Wie gesagt, die Komponenten waren gleich und eine Abstimmung war schon drauf. Ja, also man kann sagen, ihr habt es ja mal in einem der vorigen Videos gesehen, dass die 350 Z280 PS Modelle ja teilweise 19 Sekunden und schlechter fahren in der Eingangsmessung. Und wie gesagt, abgestimmt war das jetzt 18,15 und von uns abgestimmt sind das jetzt 16,5 gewesen. Also ein Riesensprung nach vorne. Ja, wir gucken uns dann gleich nochmal, also für uns halt morgen, aber für euch gleich das Leistungsdiagramm an und dann ziehen wir nochmal ein kleines Resümee. Also bis gleich. Wir haben nicht nur das Auto frisiert, sondern auch mich. Und das Ergebnis lässt sich sehen, wie ich finde. Wir blenden das jetzt mal eben ein, das Diagramm. Da könnt ihr das auch mal mitschauen. Und zwar haben wir jetzt bei 5860 Umdrehungen 298 PS und bei 4200 Umdrehungen haben wir 385 Newtonmeter anliegen, nach EWG korrigiert. Was ist noch zu sagen? Achso, ich hatte jetzt gerade noch vom Kunden erfahren, die genaue Mod-Liste, das war jetzt ein Engine-Ansaugsystem als Cold Air, also das lange System, was nach unten geht mit dem Hydro-Shield, ein Plenum-Spacer, die Burkhardt und die NVIDIA Gemini-Auspuffanlage. Das ist jetzt der exakte Umbau. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich denke mal, der Kunde wird auch sehr zufrieden sein, gerade was die Beschleunigung angeht, 100-200, die wir ja gestern auch gemessen hatten. Wie gesagt, wir sind ja von 18,15 Sekunden auf 16,5 gekommen und das ist ja schon beachtlich, wie ich finde. Ja, ansonsten wünschen wir den Kunden viel Spaß und ich denke mal, ihr habt wieder ein bisschen was gelernt. Ja, die Abstimmung, die vorher drauf war, war jetzt nicht katastrophal schlecht, ja, aber sie hat halt wie gesagt dafür gesorgt, dass halt ein Cut hinüber ist und dass er eigentlich zu mager lief. Und wie gesagt, da kann man halt
mit der richtigen Abstimmung ein bisschen mehr Beschleunigung rausholen, weil Kraft kommt von Kraftstoff und zu wenig davon ist halt auch nicht immer gut. Von daher verbleibe ich bis zum nächsten Video und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Liken, teilen und ganz wichtig, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.